Aus dem Tipi am Kanzleramt, die Florian Schröder Satire-Show. Heute zu Gast der außenpolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur. Comedy von Dr. Pop, Musik Reinhard Grebe. Und hier kommt der Mann, der mit seiner Oma im Hühnerstall Motorrad fährt, Florian Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Florian Schröder Satire-Show mit Dr. Pop, mit Reinhard Grebe und mit Omid Nuripur. Meine Damen und Herren, ich bin sicher, Sie sind auch völlig begeistert. Sie sind in diesem Großbritannien-Fieber. Der Mexit steht uns bevor, meine Damen und Herren. Ja, der Mexit, das Ausscheiden von Harry und Meghan. Warum eigentlich wird das nicht nach ihm benannt? Also Harry-Xit oder so. Gut, das klingt natürlich, oder Haxit, ne? Das klingt gleich so nach Harakiri, das klingt gleich so hart, das will man natürlich auch nicht. Aber es ist hart für Boris Johnson. Jetzt plant der Mann jahrelang den richtigen Brexit und dann kommen die beiden und zeigen, wie man es richtig macht. Ja, Harry hat keinen Bock mehr auf die Prinzenrolle. Over. Und was sagt Boris Johnson dazu? Ich bin ein gewaltiger Fan der Queen und der königlichen Familie als einer fantastischen Institution unseres Staates. Ich habe volles Vertrauen, dass sie die Angelegenheit klären. Und das wird umso leichter gehen, wenn ich dazu am besten keinen Kommentar abgebe. Zu spät. Das ist ein altes Gesetz im Showbusiness. Wenn du nichts sagen willst und dann sagst, dass du nichts sagen willst, dann hast du ja schon etwas gesagt, dann ist es fürs Nichtsagen leider zu spät, denn dann kannst du es auch einfach bleiben lassen. Nach den letzten Beratungen, von denen ich gehört habe, mit Oma Elizabeth, Elizabeth muss man so sagen, sodass die ersten drei Reihen nass sind, Elizabeth. Nach den letzten Beratungen mit Queen Elizabeth ist es jetzt so, wenn ich es richtig verstanden habe, schon ab dem Frühjahr dürfen sich Harry und Meghan nicht mehr königliche Hoheit nennen. Sie müssen Geld zurückzahlen für die Renovierung ihres Wohnsitzes und sie dürfen die Queen nicht mehr vertreten, meine Damen und Herren. Tatsächlich die ersten Briten, die es mit dem Austreten richtig schnell geschafft haben. Das ist was. Bei den Verhandlungen mit Queen Elizabeth ging es so schnell, dass Meghan gerüchteweise noch während des Gesprächs gesagt haben soll, Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Ja. Die Queen ist, wie man hört, zu Tode betrübt, dass Harry und Meghan aussteigen wollen. Das letzte Mal, dass sie so enttäuscht war, das war, als die Dinosaurier ausgestorben sind. Zum Schluss des Mexits hat die Queen aber dann doch noch, sagen wir mal, den beiden liebevolle Worte mit auf den Weg gegeben. Sie hat ihnen einen Rat gegeben, wie nur Großmütter ihnen geben können. Sie hat beiden geraten, in nächster Zeit bitte nicht durch Tunnels in Paris zu fahren. Einmal Elizabeth und schon ist die Stimmung wieder um. Nein, es gibt Neues, meine Damen und Herren, von unserer Lieblingspolitikerin in Brüssel, von Ursula von der Leyen. Ich weiß nicht genau, ob Sie wissen, von wem ich spreche. Diese etwas strenge Frau, Uschi von der Leyen, hat ihr komplettes Handy gelöscht. Unfassbar. Einfach alles weg, von heute auf morgen. Ich dachte, wie kann das denn sein? Klar, man kann es nachvollziehen. Wir kennen das alles. Es geht so schnell und du willst irgendwas nachgucken im Handy, drückst einmal falsch ja und schon ist alles weg. Erst hieß es, das Handy sei weg, dann war angeblich die PIN unbekannt, nun sind die Daten gelöscht. Pah, das gibt's doch gar nicht. Aber wieso ist das eigentlich so ein Problem? Kann man da nicht einfach mal bei der NSA anrufen und nachfragen? Das muss doch irgendwo gespeichert sein. Aber ganz ehrlich, erst ist das Handy weg, dann hat man die PIN vergessen, dann ist alles gelöscht. Solche Ausreden kennen Eltern von ihren Kindern, wenn sie zu Lehrern geschickt werden, die Eltern, weil die Lehrer leider erzählen müssen, dass die Kinder heimlich Pornos geguckt haben. Ja? Daher kennt man das. Ich hab die PIN gelöscht, ich weiß auch nicht, wo es hin ist. Ne? Ich, ganz ehrlich, Uschi von der Leyen allein hat 7 Kinder. Ist die nicht einmal auf die Idee gekommen, einem von denen die Schuld zu geben an der Misere? Ich finde, Uschi von der Leyen kann jetzt nur noch die Helene Fischer unter den Kommissionschefs werden und ihre erste eigene Platte aufnehmen. Diese hier, Datenlos durch die Nacht. Der neue Hit von Uschi von der Leyen, bald schon in ihrem
iTunes Store zu finden. Ich glaube ja langsam, Uschi von der Leyen könnte auch den Klimawandel beenden. Sie würde einfach nur die Wetteraufzeichnungen der letzten 100 Jahre vernichten und es wäre Ruhe. Andi Scheuer hat schon vorsichtshalber mal alle Mautverträge per SMS aufs Handy schicken lassen. Ja. Ich meine, es könnte wirklich eng werden für Andi Scheuer, denn wir hören ja, dass Markus Söder, der heißt nicht Markus Söder, der heißt Markus Söder, der ist der bayerische Ministerpräsident, der freundliche bayerische Ministerpräsident, der grüne Ministerpräsident aus Bayern, der fordert eine Kabinettsumbildung in Berlin. Er selber ist in Bayern, aber er kümmert sich um Berlin, das ist ihm wichtig. Er will im Alleingang Seehofer und Scheuer loswerden. Ich glaube, seit er sich an Fasching nicht mehr verkleidet, ist er im Januar nicht mehr richtig ausgelastet. Ja, das ist... Heute Abend bei mir zu Gast in der Florian Schröder Satire-Show Dr. Pop, Omid Nuripur von den Grünen und Reinhard Grebe. Ich bin sehr glücklich, dass ich auch im Jahr 2020 meinen heiß geliebten Redakteur Nils Holst an meiner Seite begrüßen kann. Nils, herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich. Guten Abend. Der Mann, der darüber wacht, dass in dieser Show alles mit rechten Dingen zugeht. Und Nils, wir haben uns wirklich sehr lange nicht gesehen, muss ich sagen. Ich glaube, zuletzt Anfang Dezember. Magst du kurz zusammenfassen, was hast du so gemacht jetzt in der Zwischenzeit? Also ich bin kreativ gewesen und ich habe ein ganz, ganz tolles Lied für benachteiligte Omas geschrieben. Soll ich das mal eben vorsetzen? Nein. Keine Kinderlieder über Omas. Das darf man in deutschen Satire-Sendungen nicht. Und wenn, dann darf es nur ein Kinderchor und wir haben keinen. Also... Nächstes Thema. Das finde ich aber schlecht vorbereitet jetzt. Tut mir leid. Aber so sind die Gesetze bei uns in der ARD und da wollen wir uns nicht drüber hinwegsetzen. Dann muss ich davor mal fragen, was hast du denn so gemacht? Ich habe schon sehr viel Sinnvolles gemacht in diesem Jahr. Ich habe mich schon seit Dezember vorbereitet auf die Kassenbonpflicht. Ne? Ja, es herrscht ja jetzt Bonpflicht. Man kriegt ja jetzt einen Bon beim Bäcker für alles, was man kauft. Für jedes einzelne Brötchen gibt es Bons und ich kenne sehr viele Menschen, die sich unglaublich darüber aufregen, die sagen, wie schlimm das ist und dass man das nicht machen soll und es ist Umweltverschmutzung und was soll das alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe eine riesige Chance in der Bonpflicht. Ich kaufe jetzt, seit es die Bonpflicht gibt, doppelt so viele Brötchen wie vorher, lasse mir alle Bons geben, habe dafür bei mir zu Hause alle Gemälde, die ich in der Wohnung hatte, abgehängt und hänge an diese Stelle jetzt alle Bons an der Wand. So verbindest du Kunst und Klimaschutz auf kreative Weise. Ja? Beeindruckend. Nichts mehr drauf. Was hat sich bei dir sonst noch geändert, Nils? Ja, also ich kann sagen, ich habe tatsächlich meinen Urlaub abgesagt. Also ich wollte eigentlich für 3 Wochen nach Leipzig fliegen, habe ich gesagt, nein. Wieso hast du nicht gemacht? Was spricht denn dagegen? Nein, das Flugticket von Berlin nach Leipzig, das war mir einfach zu teuer. Ja. Das kann ich verstehen. Das Fliegen ist wirklich teurer geworden. Also eigentlich soll es ja so richtig teurer erst jetzt ab 1. April werden. Aber man merkt, die haben schon angezogen. Es wird so teuer. Das Fliegen wird ab 1. April so unglaublich. Nur noch Carsten Maschmeyer und Friedrich Merz werden sich Flüge leisten können, meine Damen und Herren. Denn Inlandsflüge werden um insgesamt, bitte halten Sie sich fest, 5 € pro Flug teurer. 5 €! Ist wirklich frech. Nach New York wird ein Flugticket 10 € teurer. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist diese, wie heißt es, Luftverkehrsabgabe. Ne? Ja, Alles im Rahmen des Klimapakets beschlossen worden. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn das unser Weg ist, die Umwelt zu retten, dann mache ich damit. Dann muss ich sagen, wenn es für den guten Zweck ist, fliege ich gerne noch mehr, meine Damen und Herren. Ja, das. Oder? Ist ja richtig. Ja. Vollkommen richtig. Das ist mir unsere schöne Mutter Erde einfach wert. Ja, guck mal, saufen für den Regenwald, fliegen für den Klimaschutz. So muss es laufen. Tatsächlich ist es dann aber immer noch billiger, mit einem günstigen Flieger von Berlin nach München zu fliegen, als mit der Bahn zu fahren, trotz der 5 €. Und mit der Sitzplatzreservierung klappt es wenigstens auch im Flugzeug. Ja, auf dem Gang stehen muss man auch so selten im Flieger. Ja? Und es geht ja auch viel schneller. Richtig, außer man fliegt wirklich nach München, dann muss man nämlich noch mit der S-Bahn fahren in die Stadt rein. Das wiederum dauert gefühlte 3 Stunden, gut, es ist 1 Stunde, aber du bezahlst allein für diese Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof in 10 Minuten.
In die Innenstadt bezahlst du mehr als für jedes EasyJet-Ticket, nämlich 20 Euro. Da frage ich, wo ist denn Stoiber, wenn man ihn mal braucht, meine Damen und Herren? Mein erster Gast im neuen Jahr 2020 ist ein Mann, der 6 Jahre lang Tür an Tür mit Angela Merkel gearbeitet hat. Dabei hat er sich noch nicht mal mit großer Weltpolitik beschäftigt. Nein, er war mit Musik aus aller Welt beschäftigt, denn unmittelbar neben der Wohnung der Kanzlerin, deren Adresse wir natürlich heute nicht verraten, das versteht sich von selbst, aber vielleicht kommen Sie gleich drauf, denn direkt neben der Wohnung von Angela Merkel ist das Musikwissenschaftliche Institut der Humboldt-Universität. Zuvor, bevor er dort studiert hat, hat er in den wirklich großen Musikmetropolen dieser Welt studiert. Er war in Manchester, in Liverpool, in Paderborn und in Detmold. Und als er Detmold überlegt hatte, hat er sich gedacht, jetzt gehe ich in ein richtiges Provinznest und ist nach Berlin gegangen. Ja? Tatsächlich, um hier seinen Doktor zu machen. Und heute ist er hier bei uns im Tippi wieder. Tür an Tür mit der Kanzlerin, mit Angela Merkel. Wenn das kein Zeichen ist. Und er hat ein bisschen Musik mitgebracht und die ist in einem Gerät, das hier vor ihm steht. Bitte begrüßen Sie den wundervollen Dr. Pop. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend. Dankeschön. Ja, ich würde gerne mit euch über ein Thema sprechen, was uns alle betrifft, und zwar Gangster-Rap. Gangster-Rap ist sowas, kennt man vielleicht? Meine Nase fährt Ski in 100 Tonnen Schnee. Ich hab so viel geklaut, auch mein eigenes Portemonnaie. Und im Gangster-Rap werden ja auch sehr oft Mütter beleidigt, ne? Schon mal aufgefallen, irgendwie so hier, deine Mutter kann nicht kochen, was sie kocht, schmeckt zu fad. Gib ihr Salz, gib ihr Pfeffer und eine Prise Muskat. Oh! Und Gangster-Rap ist auch sehr oft politisch. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, so Kollega und Farid Bang haben sich da so ein bisschen einmischen wollen. Und die nehmen sich alle so ganz einfache Themen vor, so zum Beispiel den Nahostkonflikt. Und das klingt im Gangster-Rap dann so. Ich bin Gaza, du bist der Streifen. Weißt du, was ich meine? Ich kann's selber nicht begreifen. Und Gangster-Rap gibt es übrigens auch in Österreich, vor allem in Wien. Aber die trauen sich da nicht so krass zu rappen, weil das zu niedlich klingt. Das klingt zu süß, aber ich finde, das geht. Zum Beispiel so, ich bin so geil. Ich brauche eine Bitch-Eskorte. Ich kaufe den Ladies Schmuck und eine Sarah-Torte. Und Gangster-Rap-Lieder im Internet werden übrigens immer kürzer. Ja, es gibt so jemanden, der heißt Summer Cham und der macht Lieder, die sind nur so 2 Minuten lang, ja? Und die Fans hören das auf Dauerschleife und das wird ganz oft angeklickt. Und diese Lieder klingen dann so. Und mehr passiert da nicht. Und dieses Lied, was wir gerade gehört haben, wurde bei Spotify, allein bei Spotify, 80 Millionen Mal aufgerufen. Und das kreiert Einnahmen von mehr als 200.000 Euro. Und also das war der Refrain, der haut aber zwischendurch auch ganz intelligente Strophen raus, zum Beispiel das hier. Egal wo ich hingehe, ich werd erkannt. Frag mal warum, weil ich bin bekannt. Aber dieser Summer Cham ist sowieso sehr poetisch. Also er hat eine sehr schöne Textzeile erfunden, die geht so. Drogen sind wie Türen, man kann sie drücken oder ziehen. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Und seine Lieder sind so aufgebaut, dass sie ganz kurz sind und die Fans das auf Dauer schleifen. Also zum Beispiel auch hier, das ist seine neueste Single und die ist nur noch 2 Minuten lang. Die geht so. Heute Pumpe. Heute Pumpe. Heute Pumpe. Und mehr passiert da nicht. Und ich habe ein Lied geschrieben, was genau 31 Sekunden lang ist. Und das reicht, dass ein Song bei Spotify abgerechnet wird. Darum werden die Lieder so kurz mittlerweile. Und das ist ein Gangster-Rap-Song, 31 Sekunden lang. Und der geht so. Yeah. Oh. Meine Mutter ist mir bekannt, denn ich bin mit ihr verwandt. Ich habe das Handy in der Hand
und ich laufe vor die Wand. Puppen, 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 ich gehe puppen, 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 ich gehe puppen, 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 ich gehe puppen. Ah, na mein Song ist nicht so lang, doch er zieht dich in den Bann. So komm ich an die Kohle ran, hören die jetzt von vorne an. Und ich habe bei Radio 1 schon ab und zu so Kolumnen zu Gangster-Rap gemacht und seitdem kriege ich Fanpost. Sind aber nicht meine Fans, sondern die Fans von diesen Gangster-Rappern. Und ich habe gestern, ist kein Scherz, noch eine Nachricht bekommen, da hat mir jemand geschrieben über Instagram: Ey, Dr. Pop, das bin ich. Ich hau dich kaputt. LG, liebe Grüße. Liebe Grüße zurück an der Stelle. Und es gibt einen Gangster-Rapper in Deutschland, der ist hier wahnsinnig erfolgreich. Der heißt Capital Bra. Habt ihr schon mal was von dem gehört? Und er hat in der Summe in Deutschland mittlerweile mehr Nummer-1-Hits als ABBA, die Rolling Stones oder die Beatles. Und einer seiner letzten Nummer-1-Hits war eine Coverversion von Dieter Bohlens Sherry, Sherry Lady. Sherry, Sherry Lady, du bist was Besonderes. Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Hier zum Vergleich mal das Original. Da weiß man noch gar nicht, was schlimmer ist, oder? Aber auch dieser Capital Bra ist sehr poetisch. Also eine meiner Lieblingstextzeilen von ihm lautet: Ich fahr mit dem Porsche Panamera über meinen Mathelehrer. Und ich glaube, da ist das Problem, der hat alle seine Lehrer überfahren. Und der hat so ein Hitgeheimnis. Also in allen seinen Hits beleidigt er Frauen, die müssen irgendwas Strapse tragen, ihn bedienen. Und in allen seinen Liedern ist so ein Marimba-Sound, sowas hier. Ja, ich liebe es, na, na, na. Und das Marimba-Instrument kennen wir ja noch alle aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten. Und das passt perfekt zu seiner Musik. Und ich glaube, da holt er sich auch Inspiration her. Also, der geht in den Kindergarten, nimmt sich so ein Liederbuch, schlägt auf bei der Seite hier: Es tanzt ein Biber, Butzemann. Und macht so ein Gangster-Rap raus. So, Butzemann, Butzemann. Lelelelele. Butzemann, Capital Bra. Lelelele. Ich tanz als Biber, Butzemann, in unserem Haus herum. Die Schlampen ziehen Strapsen an und machen sich dann krumm. Sie röten sich und schöten sich, verkaufen Drogen auf dem Strich. Ich bin der Biber, Butzemann, und leider etwas dumm. Dankeschön, schönen Abend noch, ciao. Meine Damen und Herren, ja, wir feiern nicht nur den Beginn eines neuen Jahres, wir feiern auch den Beginn eines neuen Jahrzehnts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, Vorsicht, da muss ich korrigierend eingreifen. Ja. Das neue Jahrzehnt beginnt erst mit dem Beginn des Jahres 2021. Neue Jahrzehnt beginnt erst 2021. Natürlich, Herr Redakteur, 2021. Du bist wahrscheinlich auch einer von denen gewesen, die das Millennium am 01.01.2001 gefeiert haben. Hm? Ja, und es war eine sehr, sehr schöne, intime, kleine Feier. Ja. Hier geht's nicht um Fakten, hier geht's um Gefühle. Und gefühlt hat das neue Jahrzehnt begonnen. Und ich sage dir, mein Lieber, viele haben Angst vor dem neuen Jahrzehnt. Ja? Viele Menschen wissen nicht genau, was kommt. Was wird kommen? Kommt der Weltuntergang? Und wenn nicht, wer hat da wieder versagt? Ja, ich möchte gerne heute Abend eine warnende Stimme sein. Bitte, meine Damen und Herren, glauben Sie keinem, der Ihnen sagen will, was nächste Woche, nächstes Jahr oder in den nächsten 10 Jahren passieren wird. Wieso?
wieso das denn nicht? Also warum? Ja, wieso nicht? Ist doch klar, weil Prognosen, Wahlumfragen und alles, was damit zu tun hat, Wirtschaftsvorhersagen so gut wie nie stimmen. Also du willst mir jetzt erzählen, der Klimawandel fällt also aus, ja? Also der feine Herr Schröder, also der absolute Besserwisser und richtig von Gutunterscheider schlechthin erzählt uns jetzt hier, du bist quasi jetzt Klimaleugner. Das ist überhaupt nicht wahr. Nein, stopp. Ich nehme alle Vorhersagen, was den Klimawandel angeht, von meiner These explizit aus. Denn Vorhersagen für den Klimawandel kann es gar nicht geben, der ist ja schon da, ja? Das ist der Unterschied. Nein, ich meine Vorhersagen wie Martin Schulz ist der beste Kanzlerkandidat, den die SPD jemals hatte. Er wird die SPD dahin zurückbringen, wo Willy Brandt sie damals stehen gelassen hat. Ja? Erinnerst du dich noch an den Schulz-Zug? Kaum. Ja? Und Martin Schulz ist ein Typ, der nicht mal selber in der Lage war, seine eigene Zukunft richtig vorherzusagen. Ich habe mich entschieden, in die Bundesregierung einzutreten, und zwar als Außenminister. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist es dazu nicht ganz gekommen. Ja. Aber fast. Ähnlich ist es mit Meinungsforschung, wenn Menschen angerufen werden und befragt werden. Auch da liegen die Demoskopen immer häufiger komplett daneben. Nicht nur in Deutschland, auch international. Dass Donald Trump US-Präsident werden würde, hat keiner vorhergesagt. Dass die Briten sich für den Brexit entscheiden würde, hat keiner vorhergesagt. Das hat keiner gesehen. Die Leute im Wahllokal entscheiden sich ja auch immer später. Viele wirklich erst, wenn sie drinstehen im Wahllokal, den Wahlzettel vor sich haben. Dann entscheiden sie, indem sie die Augen zumachen, auf irgendeine Partei tippen und da, wo sie rausgekommen sind, da machen sie das Kreuz. Selbst Nobelpreisträger wie Paul Krugman liegen bei Vorhersagen komplett daneben. Angesehene Wissenschaftler. Der sagte zum Beispiel 2013 voraus, dass der Euro als Währung in den nächsten 6 Monaten auseinanderbrechen wird. Und dann gibt es noch die Berufsapokalyptiker. Leute wie Dirk Müller, die am Untergang verdienen. Die das zum Geschäftsmodell gemacht haben. Also quasi Crash-Vorhersagen, Cash kassieren. Ich fasse es nochmal zusammen. Wir stehen vor dem größten Crash der jüngeren Geschichte seit 1929. Und alles deutet darauf hin, dass das in Vorbereitung ist. Nochmal, niemand kann Ihnen sagen, dass das jetzt beginnt. Aber die Zeichen stehen immer heftiger dorthin. Man weiß es nicht genau. Also mit Sicherheit, die Welt wird untergehen. Es ist alles, wir sind am Ende, man merkt es genau. Und das ist wirklich der Untergang droht, weil wir sind pleite. Und es kommt seit 1929, war es nicht so schlimm. Man weiß noch nicht genau, wann es kommt. Ne? Ob es dann regnet, ob die Sonne scheint, man weiß nicht genau. Vielleicht kommt es nachts, vielleicht kommt es tags, vielleicht geht es nur 10 Jahre, vielleicht auch nur 5, vielleicht auch nur 2 Tage, mehr weiß nicht genau. Aber es kommt, Und Sie sollen jetzt schon auf der sicheren Seite sein. Und wenn es nicht kommt, dann habe ich ja nicht gesagt, dass es kommt. Entschuldige mal. Also immer da ist mein Horoskop in der Bäckerblume genauer, ja? Ja, um es runterzubrechen. Also ich kann eines ganz klar voraussagen, zum Beispiel, erst habe ich Hunger, dann habe ich Durst, dann will ich schlafen. Ja, das mag ja so sein, aber das ist doch keine Prognose für den restlichen Tag, auch selbst wenn es stimmt für dich. Übrigens, auch ein Klassiker der Vorhersageirrtümer, die Bevölkerung schrumpft. Die Deutschen sterben aus, hat man noch 2014 geglaubt. Schon in wenigen Jahren, hieß es damals, werden 16 Millionen Menschen weniger in Deutschland leben. 16 Millionen? Dann hätten wir uns die Wiedervereinigung ja sparen können. Also das. Nils! Vorsicht, gefährliches Terrain in Berlin. Aber dann kamen ein Jahr später die Geflüchteten, die auch kein Mensch vorhergesagt hat. Und plötzlich waren alle Prognosen von vorher wieder komplett falsch. Und selbst ein Großmeister der Vorhersage, wie Rudi Carrell, hat die Zukunft der Deutschen falsch vorhergesehen. Liebling, die Deutschen sterben aus. Die Lehrer stehen bald vor geschlossenen Türen. Hast du gehört, die Deutschen sterben aus, denn wir Holländer kommen mit unseren Wohnwagen nach Deutschland gefahren. Da wollen sie nach Hause gehen. Nein, achte auf den Text. Die Deutschen sterben aus. Die Lehrer werden vor verschlossenen Türen stehen, weil keine Kinder mehr da sind. Das ist doch ein kompletter Irrtum. Heute stehen die Kinder vor den Schultüren, weil keine Lehrer mehr da sind. Das wäre eine Vorhersage gewesen.
Mein nächster Gast ist im Moment ein sehr gefragter Gesprächspartner in vielen Talkshows, denn er kommt aus dem Iran, ist aber mit 13 Jahren nach Deutschland gekommen und ist einer der wenigen, der profund erklären kann, was gerade genau passiert zwischen den USA und dem Iran. Er ist der außenpolitische Sprecher der Grünen. Bin sehr glücklich, dass er Zeit gefunden hat, heute Abend zu uns zu kommen. Bitte begrüßen Sie hier Omid Nuripur. Herzlich willkommen. Ich habe vorhin zu Ihnen gesagt, ob man mit Ihnen über jedes außenpolitische Thema reden kann oder nur über den Iran. Wieso außenpolitisch nur? Wir können einfach über alles reden. Das haben Sie vorhin auch schon gesagt. Ja. Und das ist ein Selbstbewusstsein. Das haben Sie ernst genommen, verflucht. Ja, das ist ein Selbstbewusstsein, das mir einfach gut gefällt. Dass einer reinkommt und sagt, wir können hier einfach über alles reden. Viele Politiker sagen vorher, ja, aber nicht darüber und nicht darüber und da vielleicht auch nicht. Viele lassen es auch die Leute sagen, die Sie begleiten, die dann sagen, ja, versprechen Sie ihn nicht darauf an. Aber Sie sagen einfach, wir können über alles reden. Das ist relativ einfach. Wenn man einfach den Mut hat zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, dann kann man auch über alles reden. Sprechen wir über den Iran-Konflikt. Was haben Sie in dem Moment, als Sie gehört haben, dass General Soleimani getötet wurde, als erstes gedacht? Also, ich muss ein bisschen aufpassen, weil bei dem Thema fehlt mir ehrlich gesagt mittlerweile, man darf und muss über alles Witze machen, um es auszuhalten, da fehlt mir so langsam, fehlt mir ein bisschen mein Humor. Als ich das erste Mal gehört habe, ganz ehrlich, kam vom Saufen zurück, um 3 Uhr morgens mit Freunden und habe den großen Fehler gemacht, nochmal auf mein Handy zu gucken und dann habe ich gedacht, okay, das war doch zu viel. Und dann habe ich erst ernsthaft eine zweite Quelle gesucht, weil ich nicht gedacht habe, dass das wahr ist. Der Typ war ein schlimmer Kriegsverbrecher. Das ist überhaupt keine Frage. Der hat in Syrien Kinder umbringen lassen, hat ganz viel dazu beigetragen, dass der Irak heute aussieht, wie der Irak heute aussieht. Aber der saudi-arabische Vizekönig ist auch ein Kriegsverbrecher in Jemen. Ich würde massiv davon abraten, den auch umzubringen. Das würde den Nahen Osten sicher nicht besser machen. Und das war meine erste Reaktion. Im ersten Moment dachten viele, Trump ist alles zuzutrauen, der geht jetzt sofort in einen Krieg mit dem Iran und flippt völlig aus. Das hat er nicht getan, er hat mit weiteren Sanktionen gedroht. Wie schätzen Sie im Moment die iranische Seite ein? Ist die Kriegsgefahr vorerst gedämmt oder kann das jederzeit explodieren? Ne, wir haben eine Atempause und ehrlich gesagt, meine erste Reaktion war nicht, dass ich gedacht habe, Trump flippt noch mehr aus, weil das war ja schon mit dem Angriff passiert, sondern ich dachte, die iranische Seite flippt jetzt aus. Wir haben jetzt sowas wie eine Atempause, die hoffentlich bleibt, aber wir haben echt viele Sollbruchstellen. Wir haben einmal den ökonomischen Druck auf den Iran, der natürlich auch auf das Regime massive Einwirkungen hat, aber auch dazu führt, dass die Mittelschicht des Landes verelendet. Es fehlen Verbandsmaterialien in den Apotheken in der Hauptstadt, weil einfach keine Überweisungen mehr getätigt werden können aus dem Land heraus und keine mehr gekauft werden. Es ist massiver Druck von der Straße da. Die Leute sind es einfach satt, belogen zu werden. Das ist einfach genug, dass 40 Jahre lang man zu Hause lernt, dass man draußen hat. Ich bin ja im Iran aufgewachsen, ich habe es ja auch gelernt. Ich habe zu Hause gelernt, was ich zu Hause höre, darf ich draußen nicht erzählen. Und draußen muss ich erzählen, ja, wir gehen selbstverständlich auf ein Freitagsgebet. Und selbstverständlich, wir sind super fromm. Meine Schwester ist währenddessen auf Partys gegangen. Und diese Lügen haben die Leute einfach satt. Die haben keine Lust mehr. Die haben keine Lust mehr auf Repressionen, auf Unterdrückung ihrer Menschenrechte. Und wir haben natürlich die Kriegsgefahr. Und obendrauf kommt noch das Atomabkommen. Und wenn dieses Atomabkommen fällt, und das bei einem Regime, was so unter Druck ist, kommen ja auch alle Kontrollmechanismen weg. Das heißt, wir wissen nicht mehr, was sie tun. Das ist die Autobahn für das iranische Regime zur Atombombe. Auch das ist kein Beitrag dazu, dass die Welt irgendwie sicherer oder besser wird. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann wollen Sie in erster Linie, oder sagen Sie, muss verhindert werden, dass der Iran sich quasi selbst nuklearisiert, weil das so eine Art Schneeballeffekt haben würde. Also würde der Iran die Atombombe haben oder so tun, als habe er sie, dann würde Saudi-Arabien sich wahrscheinlich anschließen. Und vielleicht die Türkei. Wir wissen, kann irgendjemand hier versprechen, was Erdogan dann macht? Ja. Wie realistisch ist denn die Chance, dass der Iran in absehbarer Zeit die Bombe haben wird und was wäre absehbare Zeit in dem Zusammenhang? Naja, es gibt ja Hardliner-Stimmen im Iran, die ganze Zeit sagen, man kann dem Westen nicht trauen. Die einzige Sicherheit, die wir haben können, wir als Iran, wäre eine Atombombe. Schaut euch Nordkorea an. Das ist ja genau das passiert. Die hatten die Bombe rechtzeitig und daraufhin war alles gut. Und dann haben die Amerikaner gesagt, naja, dann machen wir jetzt keinen Krieg mehr gegen euch, wir lassen euch in Ruhe. Und dann gab es diesen Feng Shui-Gipfel da in Singapur, wo Trump und der andere da rumgelaufen sind und erklärt haben, wie toll alles ist. Und da gibt es, und diese Leute fühlen sich natürlich bestärkt.
die fühlen sich bestärkt, weil die Europäer nicht ausreichend helfen, das Atomabkommen zu retten, weil jetzt die Amerikaner da reingeballert haben, wie sie reingeballert haben. Und nochmal, weil Nordkorea ein Zeichen ist, dass das funktionieren kann. Und das ist super gefährlich und würde relativ schnell dazu führen. Im Übrigen ist es nicht nur der Schneeballeffekt. Es ist auch natürlich so, dass man im Iran nicht weiß, wer Dienstag die Hand am roten Knopf hätte und wer Donnerstag die Hand am roten Knopf hätte. Das ist für einen Staat wie Israel der größte Albtraum. Und dann kommt noch Saudi-Arabien und Türkei und andere und nichts davon ist gut. Sie sind nicht der größte Fan von Heiko Maas. Sie haben mal gesagt, er habe eine Reiseallergie. Er müsste dringend unterwegs sein in Doha und überhaupt durch Saudi-Arabien fahren. Was würden Sie anders machen, wenn Sie an seiner Stelle Außenminister wären in einer grün-schwarzen Koalition? Also, erstens, ich wäre ja, wenn, dann werde ich Verteidigungsminister von Hessen. Schauen Sie sich dieses feindliche Umfeld an, in dem wir leben müssen. Aber da muss ich kurz fragen, gegen wen würden Sie Ihre Waffen zuerst in Stellung bringen? Gegen Armin Laschet, der Kinderlieder verbieten will, oder gegen Björn Höcke? Die Stimmung ist, wenn ich jetzt sage, wir bauen eine Mauer, ist das jetzt gut? Oder? Nein, sicher nicht. Klar, kaum kommt der Moslem in die Sendung, will er eine Mauer durch unser schönes Land bauen. Aber nur Richtung Südosten erstmal. Aber was wichtig ist, dass diese Konferenz, diese Libyen-Konferenz hat es ja nochmal gezeigt, es geht was. Und da ist es notwendig, dass man redet. Wenn die Iraner jetzt eine Überreaktion noch draufpacken, wenn die Vergeltung noch kommt, und es gibt so viele Stimmen im Iran, die sagen, die Vergeltung gegen die Amerikaner kommt noch. Wie könnte die aussehen? Indem sie wirklich in zahlreichen Staaten, wo sie Nase an Nase mit amerikanischen Streitkräften stehen, das ist in Libanon so, das ist in Syrien so, das ist in Afghanistan so, indem sie einfach Anschläge verüben und amerikanische Soldaten töten. Und wenn das passiert, werden die Amerikaner nicht nur massiv reagieren, die innenpolitische Lage der Amerikaner gebietet das quasi aus ihrer eigenen Logik, sondern das werden ja auch andere betroffen sein. Wenn die Saudis eine Überreaktion auf die Überreaktion der Iraner draufpacken, dann haben wir Krieg. Und das zu verhüten, dafür müsste Heiko Maas beispielsweise dahin. Der müsste dahin nach Riad, um denen zu erklären, ja, wir finden scheiße, was da passiert, wir finden die amerikanische Aktion falsch, aber wir finden auch die iranische Überreaktion falsch. Und deshalb lassen wir uns darüber reden, was man machen muss, damit die Überreaktion nicht erfolgt. Und das macht er einfach nicht, sondern der hat einfach erst mal 3 Tage gewartet, bis er reagiert hat. Dann hat er 5 Tage gewartet, bis er ein Statement abgegeben hat. Dann hat er 8 Tage gewartet, bis er nach Jordanien geflogen ist, um deutsche Soldaten zu treffen, die eine super Arbeit da machen. Das war gut, dass er das gemacht hat. Aber das ersetzt nicht die Krisendiplomatie. Das wieder hochzufahren, so wie es Steinmeier in der Ukraine gemacht hat, wie Joschka Fischer das in Israel gemacht hat. Und Genscher, viele, es geht nicht um Parteifarbe. So viele deutsche Außenminister haben genau das jahrzehntelang gemacht. Heiko Maas macht es nicht und ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es schon, weil er verbringt die ganze Zeit beim Herrenausstatter und muss Anzüge maßnehmen lassen. Ja, und das braucht Zeit. Das braucht Zeit, damit es geil aussieht. Ja, wir sollten uns einfach darauf einigen, Heiko Maas ist nicht Außenminister, sondern Instagram-Minister. Und dann passt es wieder. Ne? Mega-Profil, Anzüge sitzen super. Sie selber sind im Alter von 13 Jahren, ich habe schon gesagt, nach Deutschland gekommen. Und zwar nach Frankfurt, weil Sie mit Ihrer Familie häufiger schon in Frankfurt waren und Frankfurt kannten von den Urlauben. Jetzt frage ich mich, was genau macht eine iranische Familie in Frankfurt im Urlaub? Ich meine, mit Verlaub, es gibt doch sehenswertere Orte in Deutschland. Nein. Wie Saarbrücken oder Duisburg oder so. Warum Frankfurt? Darf ich mal einen Fan-Modus-Werbeblock hier einbauen? Bitte. Nachher kommt der Reinhard Grebe. Ja. Und das mit es gibt viele berühmte, großartige Lieder von ihm. Das mit Abstand beste ist Urlaub in Deutschland. Das ist ein bisschen älter, aber das singt mein Sohn, seit er 4 Jahre alt ist, den ganzen Tag. Es ist einfach ein sensationelles Lied. Weil da beschreibt er das, sagt zum Beispiel, das Wichtigste an Hannover ist die Partnerstadt. Sind die Partnerstädte, das ist beispielsweise Posen und Hiroshima. Also meine Familie ist viel gereist vor der Revolution. Meine Eltern sind beide Flughafenangestellte, leitende Flughafenangestellte gewesen. Meine Mutter war damit sowas wie eine Pionierin der Frauenerwerbsarbeit im Iran. Das war nicht selbstverständlich, gerade in technischen Berufen. Und die sind viel gereist, weil die ja ganz viel auch mit Flugzeugen zu tun hatten. Und deshalb sind sie auch viel gereist. Und eines Tages saßen sie in Frankfurt mit mir im Kinderwagen und meiner Schwester an der Hand. Und meine Mutter hat sich umgeguckt und hat gesagt, hier gefällt's mir, hier will ich eine Wohnung kaufen. Dann sagte mein Vater, wie bitte? Und dann passierte das, was in iranischen Familien immer passiert, wenn eine Frau sagt, wir machen das, und der Mann sagt, nee, dann haben die 6-7 Stunden später beim Notar gesessen und haben eine entsprechende Wohnung gekauft. Und
Dann sind wir relativ wenig hin und her, weil da kam die Revolution relativ bald danach, dann kam der Krieg, da war die Grenze relativ lange zu. Und dann sind wir ehrlich gesagt einmal im Jahr, wenn es möglich war, dann nach Deutschland gekommen, um Luft zu holen, um uns zu erholen vom Krieg. Es war ja Krieg im Iran bis 88. Und wir sind gekommen, weil man beispielsweise bestimmte Produkte einfach im Iran nicht mehr normal auf dem freien Markt kaufen konnte. Kriegsnot, Kriegswirtschaft. Und weil halt einfach nicht geballert wurde, es keinen roten Alarm gab, man nicht beschallt wurde von Propaganda des Staates und vieles andere. Und deshalb, auch deswegen ist Frankfurt einfach eine unglaubliche emotionale Heimat für mich. Und die Stadt hat mir so unfassbar viel gegeben, schon bevor ich dorthin gekommen bin. Jetzt Frankfurter Bub zu sein, ist ehrlich gesagt schon nicht nur, also orientalische Männer heulen immer, das ist normal so, aber das ist schon sehr bewegend. Das ist, ich höre, Sie bauen die Mauer nicht um Hessen, sondern um Frankfurt. Wir bauen die Mauer so, dass Offenbach weit weg ist. Ja. Für die sich nicht so gut auskennen in Hessen, was er sagen will, ist, Offenbach ist das Köln des Düsseldorfers. Meine. Vielleicht kann man es so für die Menschen im Land draußen übersetzen. Herr Nuripur, wer wird Kanzlerkandidat der Grünen 2021? Robert Habeck, Annalena Baerbock oder Winfried Kretschmann? Alle drei und noch viel mehr. Wir haben ja gute Erfahrungen gemacht mit Doppelspitzen zum Beispiel. Die SPD hat das begriffen, hat das jetzt kopiert. Okay, genau. Komische Referenz. Also spätestens das sollte Ihnen zeigen, dass Sie es lassen sollten mit den Doppelspitzen und sich für einen entscheiden sollten. Und das werden Sie jetzt sicher sofort tun. Für wen entscheiden Sie sich denn von den dreien? Diese Einsicht, die Sie mir gerade jetzt reinhämmern wollen, die muss erst durchsickern. Bis dahin, alles gut. Für wen entscheiden Sie sich? Ich habe Robert Habeck gehört. Sie werden für Habeck. Das finde ich auch. Der hat die besten Chancen. Ja, ich bin total für Robert Habeck, aber ich bin auch für Annalena Baerbock. Alles super Leute. Also Kretschmann wird es auf keinen Fall. Das haben wir. Wunderbar. Omid Nuripur, vielen Dank für den Besuch. Danke für den Besuch. Alles Gute. Omid Nuripur. Mein nächster Gast ist besonders in Brandenburg bekannt, wie ein bunter Hund, wie man so schon sagt, denn er lebt dort seit einiger Zeit tatsächlich und hat dieses kleine Fleckchen Erde natürlich besungen, wie es sich für einen ordentlichen Musiker gehört. Vorher hat er lange in Berlin gelebt, bevor er sich durch seinen eigenen Song in Brandenburg verliebt hat. Silvester 1989 noch war er in Berlin, da ist er für das Konzert von David Hasselhoff nach Berlin getrampt, meine Damen und Herren. Ja, und irgendwie ist er nie wieder von dieser Stadt weggekommen. Vielleicht hat er bis heute nicht gemerkt, dass David Hasselhoff längst weg ist, aber er ist geblieben und jetzt sucht er David Hasselhoff in Brandenburg. Ich bin sehr, sehr froh, dass David Hasselhoff nicht seine musikalische Inspiration geworden ist, sonst wäre er nämlich heute Abend nicht hier. Aber er ist hier, denn er zeigt uns einen Ausschnitt aus seinem brandneuen Programm, das Münchhausen-Konzert. Bitte begrüßen Sie den sehr geschätzten Reinhard Grebe. Ich wollte immer Künstler werden, doch die Grebes sind das nicht. Die Grebes sind Beamte oder Ingenieure, Pfarrer oder Englischlehrer, aber Künstler, Künstler nicht. Die Grebes haben, wenn's hochkommt, auf Geburtstagen was gereimt. Sonne und Wonne, Merkel und Ferkel, zu mehr hat's nicht gereicht. Aber ein Reim ist noch kein Gedicht, junge Künstler sind wir nicht. Und Vater sprach, Künstler, 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 Künstler. Künstler singt ein Lebtag lang eine Nachtigall. Den Grebes eine Werkssirene, eine Stechuhr oder ein Pausengong. Uns die Arbeit, ihm das Spiel, das ist der Deal. Und Vater sprach, Künstler, 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 Künstler.
Saal im Olivenhain. Und beim ersten Schrei ist gleich Kunst dabei. Oh, Künstler, das wird man mit der Muttermilch. Jetzt schau dir unsere Mutter an. Sieht die aus wie Thomas Mann? Nein! Mach's nicht, lass sein! Künstler beschallen die Wüste mit Wagner und verpacken den Reichstag. Uns bleibt nur die Bewunderung für diesen Menschenschlag. Dir aus dem Kopf. Unser Platz ist der Museumsshop. Künstler, 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 ah, Künstler, Künstler sagen, was wir nicht mal zu denken wagen. Oh, Künstler, Künstler dürfen. Schwarzfahren hörst du und die Suppe schlürfen. Künstler dürfen, nein, was sag ich, müssen sich bis zum Zäpfchen mit der Zunge küssen. Künstler dürfen sich mit Absinth zu Tode zechen. Dürfen Gottes lästern, dürfen Ehe brechen. Künstler dürfen, nein, sie müssen ins Bordell. Für ein Aquarell oder ein Gedicht, wir nicht. Der Dürer ist ein berühmter Künstler aus Nürnberg. Der Dürer und sein Pinselstrich. Und man erkennt auch alles, jede Borst, jedes Haar, ist doch wunderbar. Und dann der Hase vom Dürer, der Hase, den hat er gemalt vor 500 Jahren. Der Hase, das wahre Künstlertum erkennt man erst posthum. La 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 la, la 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 la. Und der Künstler und die Künstlerin stehen dann im Brockhaus drin. Dürer unter D, Goethe unter G, Künstler unter K. Sommer fuhren wir an die Nordsee, im Herbst in die Lüneburger Heide. Zu Weihnachten wurde der Baum geschmückt, zu Ostern die Eier versteckt. Wir haben immer was aus uns gemacht, aber kein Projekt. Dankeschön. Reinhard Grebe. Großartig, das Münchhausen-Konzert. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Reinhard Grebe, das war die Florian Schröder Satire-Show. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit Serdar Somuncu. Bis dahin, tschüss und gute Nacht. Dankeschön.